Das ist ein ziemlich dickes Ei. Im kroatischen Koprivnica zu Ostern jedoch eine Selbstverständlichkeit. Seit 2008 feiert die Stadt das Osterfest mit einer besonderen Open-Air-Aktion. Rieseneier werden von einheimischen Künstlern liebevoll verziert und ausgestellt. Ausgangsidee war, für naive Malerei zu werben und Touristen anzulocken. Wir haben den naiven Malstil mit der traditionellen Ostereierbemalung verknüpft. Außerdem wollten wir Kunst näher an die Menschen bringen, damit sie nicht in Galerien gehen müssen. So kamen wir auf großformatige Eier, die auf öffentlichen Plätzen besonders gut zur Geltung kommen. Der typische naive kroatische Malstil entstand in den 30er Jahren. Als Wiege gilt die ebenfalls in der Region Podravina gelegene Ortschaft Glebine. Damals versuchte ein Künstler, Bauern, die keinerlei akademische Vorbildung hatten, die Malerei näher zu bringen. Dieser Stil hat sich bis heute gehalten. Das Bemalen und Verschenken von Eiern gehört in der Region zur Ostertradition. Pisanice heißen die Eier bei uns. Sie symbolisieren das neue Leben und gehören zum Frühling dazu. Meist werden sie Kindern geschenkt. Es gibt noch eine andere Tradition namens Matkanje. Da schenken sich junge Mädchen gegenseitig selbst bemalte Eier. Eier vom Herzen heißt die Kunstaktion. Die dicken Eier werden auch in andere Städte verschickt, unter anderem nach Budapest, Madrid und Klagenfurt.